sammeln sie dann vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Jabbaru samawati wal ard. Wer soll dir da helfen? Bruder, du weißt gar nicht, was das bedeutet. Du schaffst doch nicht mal 5 Sekunden eine Hand auf die Herdplatte zu legen. Du wirst schreien. Dieser Schmerz geht durch deine Eingeweide. Wie willst du die Hölle aushalten? Du schaffst doch nicht mal 5 Sekunden im Pizzaofen. Schau dir den Pizzaofen an. Schau dir den Backofen bei dir zu Hause an. Schau dir die Bratpfanne an. Stell dir vor, du bist ein Mensch in einer riesengroßen Bratpfanne. Du kannst dich erkennen und du willst sagen, du willst ganz der Hölle entkommen. Das ist die Hölle und noch schlimmer, was gibt's da zu trinken? Was gibt's da für Fesseln? Was gibt's da für Schläge? Das ist unglaublich. Deswegen, wer das verstanden hat, der wird nicht solche Sprüche bringen. Du musst wissen, mit wem du es zu tun hast, Mann. Und das ist nicht eine Sekunde, das sind nicht 5 Sekunden, das sind nicht 100 Jahre. Das ist für alle Ewigkeit kann das dauern. Und vielleicht kommt derjenige, der Sida macht und Alkohol trinkt und nicht betet. Vielleicht kommt der 100.000 Jahre in die Hölle rein. 100.000 Jahre in die große Bratpfanne. Und wer will dich dann retten? Du hast jetzt die Chance zurückzukommen. Du hast jetzt die Chance, um alles gut zu machen. Was willst du sagen zu Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag? Oh Allah, oh Allah, lass mich noch einmal zurückkehren. Noch einmal, ich mach alles anders. Gelogen. Du hast 50, 60, 70 Jahre Zeit gehabt. Wie oft hat man zu dir gesagt, der Koran lag vor dir. Nähert euch nicht der Sina. Du hast kein Kopftuch getragen. Wer weiß, was passiert. Hölle vielleicht. Was sollst du sagen? Ja, ich wollte aussehen wie, was weiß ich, Britney Spears oder was. Das wird dir nicht helfen. Du wirst am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Jabbaru samawati wal ard. Wer soll dir da helfen? Niemand. Deswegen, weißt du, was die Hölle ist? Weißt du, was das bedeutet? Das ist die Hölle. Jetzt kommen wir zu der nächsten Sache. Jetzt kommen wir zum Paradies. Wisst ihr, was das Paradies ist? Subhanallah, das fällt mir schwerer, das zu beschreiben. Achi, stell dir vor, der letzte Mensch kommt aus der Hölle raus. Und er sieht das Paradies. So weit wie Himmel und Erden. Und er kriegt einen ganzen Palast. Und er schaut zum Palast hoch. Sieht den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahumma inna nas'aluka al-fidawsil ala. Amin. Stell dir das vor. Und stell dir das vor, du siehst ein großes Licht vor dir. Du hast schon alles bekommen. Allah sagt zu dir, seid ihr zufrieden. Und dann gibt Allah dir noch einen Zusatzpunkt. Und er wird seinen Schleier lüften, dass du Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Die größte Ni'ma im Paradies. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Bruder, Allah sagt im Koran, Allah sagt in meinem heiligen Hadith, إِنِّي عَدَدْتُ لِعِبَادِ صَالِحِينَ مَا لَأَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُّنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Allahu Akbar. Willst du das haben? Ja. Allahumma inna nas'aluka al-fidawsil ala. Amen. Willst du das haben? Bruder, eine Sekunde. Glaub mir, geh eine Sekunde rein, du wirst alles vergessen, was du an Leid hattest. Was du querstellst, geht, du wirst es vergessen. Warst du blind, du wirst es vergessen. Du hast nur noch Wonnen. Deine Frau, du wirst sie lieben, mehr als hier, mehr als alles. Intensiver, wird schöner und schöner und schöner für dich. Oder der Mann, genau dasselbe in grünen Singen ist. Brüder, du wirst zufrieden sein mit allem. Willst du das haben? Ja, Alhamdulillah. Das ist das Ziel, Achi. Wenn du weißt, was das Ziel ist und wenn du weißt, wovor du fliehen willst, dann weißt du, wofür du lebst. Und jetzt, wer ist Allah? Inshallah hat dir alles gegeben. Allah hat dich auserwählt. Allah hat den Menschen geehrt. Allah hat den Menschen, wie hat dir die Gesandten geschickt, um sie zu warnen. Zum Beispiel ein Vater, der sagt seinem Sohn Bescheid, wenn er eine Herdplatte fasst, sagt, Vorsicht, Allah hat dir die Gesandten geschickt. Warum hörst du nicht drauf?
Warum hörst du nicht darauf, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alles gegeben. Deine Augen, deine Ohren, alles. Der reichste Mann der Welt, wenn er seine Augen verliert, er würde sein ganzes Vermögen geben, um sie, diese Augen wiederzubekommen. Du hast die Augen, das heißt, du hast den mehr Reichtum als der reichste Mann in der Welt. Aus dieser Perspektive heraus. Allah hat dich ausgewählt, was hast du gemacht? Ist Allah es nicht wert, dass wir ihn lieben? Wallahi ist es wert, dass wir ihn lieben.